Herzlich willkommen zum Podcast der Osteopathie-Schule Deutschland. Ich bin Noak, ich bin Osteopath und werde in diesem Format spannende Interviews führen. Studiert habe ich damals auch an der USD und seit diesem Jahr habe ich die Möglichkeit bekommen, hier unter anderem das Thema Wirkmechanismen in der Osteopathie zu lehren. Um das Thema von verschiedenen Seiten zu beleuchten, habe ich einige erfahrene OsteopathInnen eingeladen, mit mir über Wirkmechanismen und warum das Thema so wichtig für das klinische Denken ist, zu sprechen. Mein Ziel ist es, euch Einblicke in die verschiedenen Bereiche der Osteopathie zu geben. Ihr sollt zum Denken angeregt werden. Nur dann können wir gemeinsam die Osteopathie weiter nach vorne bringen. Wie wirkt Osteopathie? Der Podcast der Osteopathie-Schule Deutschland. Dieses Interview habe ich mit Leonard van der Geer geführt. Neben dem Management seiner eigenen Praxis ist er als internationaler Dozent tätig. Er graduierte im Jahr 2002 an der IAO in Gent und arbeitete dort bis 2009. Seit 2004 hat er den BSc der Westminster University in London. Wir haben über sein Untersuchungs- und Behandlungsmodell der Knochen gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, wie er sich erklärt, wie es zu Störungen in der Funktion der Knochen kommen kann und wie die zu persistierenden Symptomen führen können. Ich hoffe, ihr könnt etwas aus dieser Episode mitnehmen. Viel Spaß dabei. Leonard, wir sitzen hier auf dem Kongress. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit nimmst. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Gern geschehen. Magst du dich einmal selber vorstellen? Wer bist du? Was machst du so? Ja, ich bin Leonard van der Geer, auf Holländisch. Ich komme aus Holland. Ich habe da eine Familie mit 3 Kindern, eine Frau, welche auch Osteopathin ist. Und wir haben zusammen eine Praxis mit verschiedenen Mitarbeitern. Und außerdem die Praxis habe ich einen Weiterbildungskurs geschrieben, eigentlich 2 Teile über interosseale Restriktionen. Und das ist auch der Grund, warum ich hier bin, um einen Teil darüber zu erzählen. Wie bist du zur Osteopathie gekommen? Wie ist das in den Niederlanden? Ist das weit verbreiteter? Ich war da gar nicht so. Ja. Ich habe Physiotherapie studiert zuerst. Da hatte ich noch nie von Osteopathie gehört. Und dann habe ich gearbeitet in der Praxis. Und da hat die Leiter der Praxis gesagt, man muss sich weiterentwickeln. Und wir möchten gerne haben, dass du manuelle Therapie machst. Und dann habe ich von einer Info von so einer Gesellschaft Informationen bekommen, auch Osteopathie steht darunter. Und dann habe ich Osteopathie gelesen und dann habe ich gedacht, das ist, was ich gerne machen möchte. Ich hätte in die Ausbildung Physiotherapie schon von einem sehr tollen Mann Unterricht bekommen über Physiologie und hat schon viele Relationen über das Nervensystem mit Organen und die Wirbelsäule erzählt. Und da habe ich nie im Unterricht zurück etwas mitgetan. Und wenn ich dann die Osteopathie gelesen habe, und das wird auch die Restriktionen oder Bewegungsanschränkungen im Visceralsbereich behandeln, im Kranialsbereich, dann hat das mir gespannt. Und da war keine Ausbildung in Holland, nicht Vollzeit. Bin ich umgezogen nach Belgien, habe ich da in Gent am IAO die Vollzeitstudium gemacht für 3 Jahre. Und ich war der erste Holländer, welcher da die Ausbildung gemacht hat. Da habe ich meine Frau kennengelernt und sie ist mit nach Holland gekommen. Und nachher haben sie mir gefragt, Unterricht zu versorgen in Deutschland, Dänemark, Belgien und in Holland. Und da habe ich 7 Jahre da Unterricht gegeben. Und nachher hat das Unterricht geben mir immer noch Spaß gemacht, aber die Weise, auf wem das dann gegangen war, nicht mehr so. Und da hat meine Frau gesagt, da musst du einen Postgraduatkurs schreiben. Mhm. Und über was denn? Die Babys macht eine Menge Leute, Kraniale habe ich schon eine Menge Leute gemacht und da möchte ich eigentlich so gerne, hat sie gesagt. Ja, du arbeitest schon mit interosseale Restriktionen. Was wissen wir eigentlich davon? Was können wir damit? Und was ist das eigentlich? Und ich bin ein Mann, wenn man mir einen Auftrag gibt, dann mache ich das. So, ich habe angefangen, zum erst eigentlich kaum für Unterricht zu machen. Ich dachte, etwas Einfaches, ein Buch zu kaufen, verschiedene Internetpaginas zu lesen, vielleicht YouTube-Films anzuschauen und dann etwas zusammenzufassen und das Unterricht geben zu können. Aber das war nichts. So, ich hätte eigentlich von vorne ab anfangen müssen mit Definitionen, mit einer Vision. Wie ist eigentlich eine interosseale Restriktion aufgebaut? Was sind die Modelle davon? So, es war der größte Lehrweg, welchen ich eigentlich gehabt habe im Leben. Mhm. Da habe ich Osteopathie kennengelernt. Arbeitest du auch noch als Physiotherapeut oder bist du nur osteopathisch tätig? Nur osteopathisch. Wir haben seit 2005 die eigene Praxis
Und seit 2002 bin ich abstudiert in Gent damals. Und seit der Zeit habe ich keine Physiotherapie mehr gemacht. Was ist für dich das Besondere an Osteopathie? Warum hält dich das da? Weil man jeden Tag lernen kann. Mhm. Wenn man das Ziel, wenn dein Ziel ist, für die Patienten da zu sein und immer auf eine Stelle, die Constellation, ja, so wie ist die Läsion aufgebaut, rauszufinden, das ist die ganze Zeit ein Spiel. Und wenn man addicted ist zu das Spiel, dann kann man das immer machen. Und ja, Osteopathie ist jeden Tag anders und man macht das nicht allein, man macht es mit einem Patient, sondern man hat sehr closes Kontakt und das finde ich auch sehr schön, dass man in ein Leben eindringen kann, versuchen, die Gesundheit rauszuholen. Und das finde ich fantastisch an Osteopathie. Hattest du irgendwelche wegweisenden Personen, die dich da sehr beeinflusst haben? Lehrer, Lehrerin, andere Osteopathen, mit denen du zusammengearbeitet hast? Ja und nein. Ich bin ein Typ, welcher gerne seine Sache selber rausfindet. Mhm. Und ich denke, dass ich dann auch die beste Lehrer für mich bin. Aber ich habe verschiedene Dozenten gehabt damals in die Schule. Zum Beispiel Mark van Hecke. Das war einer der Dozenten. Und er hat mir auf dem Weg vom Intros her Restriktionen gebracht. Mhm. Und damals war das nur eine Technik. Und dann haben wir später gesagt, über welche Themen möchte ich gerne eine Weiterbildung machen. Und dann war das die Klick, mit wem ich habe. Mark van Hecke hat mir gezeigt, das werde ich jetzt rausfinden, auf welcher Ebene ein Knochen fähig ist, auf welcher Ebene ein Knochen belastet werden kann, wie die Stress Distribution in einen Knochen geht. Mhm. Und dann war die Weg geöffnet für eine lange Zeit, seit 11, 12 Jahren habe ich jetzt die Weg bewandert und hoffentlich wird es nächstes Jahr zusammengefasst werden in einem Buch. Ich habe schon versprochen, eigentlich das auf diesem Kongress zu präsentieren, aber das hat leider nicht geklappt, bisher. Bevor wir tiefer in dieses Modell von interosseären Restriktionen reingehen, ich würde gerne noch kurz diskutieren über die Wichtigkeit von Modellen oder halt auch, wie wir in der Osteopathie, wo wir hauptsächlich mit Modellen arbeiten, umgehen sollten. Wie ist da dein Ansatz? Ich meine, wir haben zig Modelle, wir haben ältere Modelle, wir haben modernere Modelle, noch ältere Modelle, die mit neuen Inhalten gefüllt sind. Wie gehst du damit um? Zum Ersten denke ich, dass ein Osteopath so offen sein muss, dass er nichts ausschließt, dass alles zu Möglichkeiten gehört. Aber wenn man das macht, hat man direkt ein Problem, weil man muss reduzieren, es weiterzubringen oder etwas damit zu machen und sicherlich, wenn man das wissenschaftlich macht. So die Kritik auf die Wissenschaft ist, dass man etwas reduziert. An die andere Seite ist es, wenn man etwas begründen will und tatsächlich zeigen kann, dass eine Technik wirksam ist, dann muss man dafür Wissenschaft haben. Und Major Dejanet hat eine Phrase, welche ich immer in die Kurs nutze. If you want to be educated, you must have a philosophy. If you want to be capable, you must understand your art. And if you want to be honest, you must have science. Und ich denke, dass es auch in diese Reihenfolge durchlaufen werden muss. So, man muss erstmal eine Philosophie haben. Und eine Philosophie ist vielleicht ein altes Wort für ein Brainstorm oder eine Idee oder etwas anderes. Und auf das Idee geht man suchen. Und dann wird man da entweder Literatur von finden, entweder eine Technik aufbauen oder entweder ein System darstellen. Und wenn man das System funktioniert und klappt in die Praxis, dann kann man sagen, okay, jetzt müssen wir für sicher zu sein, das wissenschaftlich bestätigen. Und dann kommt die Wissenschaft rein. Mhm. Und was häufig passiert, und das finde ich manchmal schwierig, ist, dass wir das umgedreht haben. Dass wir Wissenschaft haben, wir versuchen da eine Technik aus zu extrahieren und dann muss das in die Philosophie oder in die Praxis auch noch reingebracht werden. So für mich selber ist es so, dass ich gerne die Reihenfolge haben, Philosophie, Technik, Art und dann Wissenschaft.
Machst du auch selber aktiv Wissenschaft oder? Nein, aber was ich gemacht habe in die Kurs ist eigentlich, dass ich nur die osteopathische Philosophie mitgenommen habe. Mhm. Ich habe keine Osteopathie gelesen über interossäre Restriktionen und ich habe alles aus dem klassischen Medizin wissenschaftliche Artikel habe ich alles runtergezogen. Und damit habe ich meine eigenen Gedanken gemacht, weil die wissenschaftlichen Artikel sind so breit, so viele Möglichkeiten, dass wir, wenn wir die richtige zusammenbringen, auch dem Philosophie unterstützen können. So, das muss ein Gleichgewicht sein. Und man muss nicht zu viel Wissenschaft haben und die Philosophie verlieren, aber man muss auch nicht in die Philosophie hängen bleiben und dann die Wissenschaft nicht zulassen. So, das muss im Gleichgewicht sein. Und das, da werde ich für sprechen eigentlich. Was sind für dich so die wichtigsten Punkte der osteopathischen Philosophie, wenn wir das so abgrenzen können? Ja, dann sind das nicht die drei Werke, die wir gelernt haben, aber dann, everything is frequency, everything is communication. So alles ist Kommunikation. Und ich denke, wenn wir die Kommunikation von das System optimalisieren können, ob das jetzt das innere Licht ist in einem Körper, ob das neurologisch ist, ob das da die Immunsystem ist, welche reagiert, alles hormonales System, alles ist Kommunikation, alles hat auf seinem Weg eine bestimmte Möglichkeit zu kommunizieren. Innerhalb bestimmter Frequenzen. Und wenn man eine Einschränkung hat, auf welcher Ebene, dann wird die Kommunikation gestört. Und auf diesem Grund wird dann auch ein Problem entstehen, vielleicht Schmerz oder tatsächliche Bewegungsanschränkung und Mobilitätsverlust. Na, wenn wir bei der Kommunikation bleiben, jetzt ist ein bisschen größer denken, wir sitzen hier auf der Konferenz, neben den guten Lectures, wird es wahrscheinlich auch viele Kaffeepausen, Mittagessen geben. Und ich finde es immer sehr spannend, wie wir in einen Diskurs treten sollten. Wir reden davon, wir sollten alle offen sein, wir sollten mit Modellen anfangen. Das wird auch dazu führen, dass wir wahrscheinlich nicht alle die gleichen Modelle fahren und auch wahrscheinlich unterschiedliche Ansichten haben. Wie sollten wir da vorgehen, dann in einen konstruktiven Diskurs gehen? Wie gehst du da vor, wenn du jetzt hier auf einer Kaffeepause sitzt und siehst einen, na, vielleicht hat er eine andere Meinung. Redest du mit dem noch, oder? Ja, ja, fantastisch. Ich, ein andere tatsächlich wichtige Sache in die Osteopathie ist Diversity, Diversität. So, da ist kein eines System, ob es jetzt politisch ist oder es biologisch ist oder etwas Technisches ist, was immer das Gleiche macht. Es ist die Diversity, die Diversität, welche uns weiterbringt. Und man muss nicht miteinander einstimmen, aber man muss die anderen die Möglichkeit geben, seine Geschichte zu erzählen und vielleicht seine Fehler zu machen oder vielleicht einen anderen Insicht zu geben. So miteinander kommunizieren, die anderen seine Geschichte erzählen lassen, weil kommunizieren ist häufig zuhören, nicht immer reden, gibt die Möglichkeit, dein eigenes Bild zu verbreiten. Und wie man sieht, häufig auf Fernsehen oder irgendwo anders, ist, dass wenn jemand seine Geschichte erzählt, die andere schon seine Gesichter auf, er will schon erzählen, aber wenn man die Gefühl hat, wenn man diese Weise von Kommunizieren hat, dann hört man nicht mehr zu. Ja? Und wenn man das macht, dann machen wir das auch in die Praxis. Und dann machen wir das auch bei den Patienten. Und ich denke, dass man das komplett macht. Ja? Kann ich zuhören? Kann ich dem Informationen, welche das Körper gibt, der Person mir gibt, kann ich das mir eigne, screenen, sagen, das ist von mir unlogisch und das ist hilfreich und damit als Person weiterbilden. Ja, da möchte ich jetzt gerne zuhören. Erzähl mir doch gerne mal dein Modell, was du hier unterrichtest, so ein bisschen über die intraossäre Restriktion. Was bedeutet das? Ja, wie gesagt, hätte ich erst keine Ahnung, was ich machen würde, würde nur gerne Unterricht geben. Und dann bin ich in eine völlig neue Welt reingewandert. Und dann geht man schauen nach dem Physiologie, Anatomie und in die Praxis. Und dann fallen langsam bestimmte Sachen zusammen. Und bei jedem Mal, wenn es etwas zusammenfällt, kommt eine neue Frage darauf. Und wenn man das wieder bestätigen kann, häufig mit wissenschaftlichen Artikeln, dann kann man wieder weiterbauen. So, was habe ich herausgefunden in die Praxis, ist, wenn ich eine Technik
auf eine Struktur, ein, was ich später gelernt habe, ein Polymerstruktur mache, dann, und ich mache das auch mit die gleiche Stärke für eine langere Zeit, dann wird unbedingt das neurologische System sich retunen und das wird sanft werden und Relaxation geben. Ja? Später habe ich gelernt, das nennt man Stress Relaxation. Das ist eine physische Terminologie für die Längerung von Spannung von einem Gewebe, wenn es lange Zeit auf eine bestimmte Spannung steht. So, you need to deform, to reform, to transform. Ja? So, man muss deformieren. Man muss eigentlich über die Grenze gehen von die elastische elastic behavior und dann kann man nach plastisches behavior gehen. Ja? Und damit auf die Grenze, nennt man die Fließgrenze in die Physika, da passiert eigentlich die osteopathische Behandlung von Knochen. Was ich später gelernt habe, dass man eigentlich auf jede Gewebe das machen kann, weil alle Gewebe im Körper mehr oder weniger Polymerstruktur sind. Kannst du das definieren? Was ist eine Polymerstruktur? Eigentlich ist eine Polymerstruktur eine Struktur, welche eine Zusammenfassung ist von gleichartigen Zellen, welche dann auch gleichartige Eigenschaften hat. Mhm. Und wenn man die auf Druck steht, bringt, dann wird das sich reorganisieren. Das kommt eigentlich auf die Physiker, habe ich gefunden auf einer Website, zum erst über PVC, Plastics, mhm. Ja, weil das sind auch Polymerstrukturen. Mhm. Und da habe ich gesucht und dann komme ich auf eine Website mit Plastics und sage, okay, und dann geht man auf Internet, Knochen, Polymer und dann kommen wieder eine Menge Artikel dazu und dann suchst man, welche man brauchen kann für dein Thema und dann geht man weiterbilden. Mhm. So, das meine ich mit einer Philosophie, einer Art und einer Wissenschaft. Und dann ist die Wissenschaft eine sehr, sehr schöne Schub in die Rücke, weiterzukommen im Leben und deine Modell eigentlich erklären zu können. Mhm. So, Wissenschaft muss nicht etwas auf sich sein, aber es muss ein hilfreiche Struktur sein, mit wem man deine Behandlung erklären kannst. Mhm. Ja. So, über die interossäre Restriktion. Zuerst die Name. Mhm. Wir sind im Osteopathie sehr gewohnt, dass wir das Wort Läsion zu nutzen. Aber wenn man auf Internet interossäre Läsion reingibt, dann bekommt man auf alle Artikel über Tumore, über Abszesse, über von allerlei unterschiedliche, sehr starke Beschwerden. Und da möchte ich das nicht mit assoziieren, weil wir immer noch auf das funktionelle Ebene arbeiten und nicht auf der strukturellen Ebene ein Problem versuchen zu erledigen und auch nicht die Eindruck zu bringen zu den Leuten, dass wir das machen. Wir machen funktionell. So etwas Struktur ist okay, aber angestrengt. Und die Anstrengung versuchen wir zu wegzunehmen. So, deswegen habe ich gesucht, machen wir das an interossäre Strain oder machen wir das interossäre Restriktion? Und dann hat mir das gefällt, die IOR. Ja, eine interossäre Restriktion, weil es eine Einschränkung ist von der normalen Beweglichkeit im Knochen, bei wem man dann eigentlich die Stress, welche auf die Struktur kommt, nicht gut mehr distributieren kann über das ganze System. Und dann, und das ist die Grund, warum ich hier bin, auf die Gelenke dann mehr Stress bringt. Mhm. Oder mehr Strain eigentlich, weil die Strain ist die Deformität, die Verformung. Das heißt, der Knochen funktioniert nicht mehr in seiner elastischen Beweglichkeit, so dass er halt auch Lasten aufnimmt und weitergibt. Ja. Und dann mehr Last auf die Gelenke drauf kommt. Ja, ja. Mhm. Weil die Fähigkeit, die Viskoelastizität von das Knochen sehr wichtig ist. Eine Menge Stress oder Strain wird schon erledigt innerhalb der Knochen. Mhm. Durch verschiedene Systeme. Aber wenn das nicht mehr funktioniert, dann ist die erste Stelle, wo man die Kraft dann erledigen kann, ist auf die Gelenke. Mhm. Und damit kommt so viel mehr Stress auf die Gelenke, was dann letztendlich Beschwerden gibt. Und die Leute kommen mit die sekundäre Problematik schon in die Praxis. Mhm. Und dann können wir die Gelenke mobilisieren. Und das kann häufig etwas machen.
neurologisch, mechanisch, auf verschiedenen Ebenen. Aber wenn man die Stressor wegnimmt im Knochen, dann kann man nach die mehr originale Biomechanik zurückgehen. Mhm. Und da ist sehr wenig Literatur darüber. Ich bin auch während des Prozesses, habe ich sehr viel Vorteile gehabt von der Wissenschaft, aber ich habe auch gesehen, dass es ein eingeschränktes Modell häufig ist und dass das nur ein kleines Teil erklärt. Mhm. Und auf diesen Grund man Osteopathie in diese wissenschaftlichen Modelle irgendwo klemmt und fringt. Was sind so die häufigsten Probleme, die du in der Praxis siehst, die du so oft dann auf intraossäre Restriktion zurückführst? Also du hast jetzt Gelenkprobleme angesprochen, kannst du es ein bisschen spezifizieren? Was sind das für Probleme, womit die Patientinnen kommen? Das Fantastische ist, wenn Leute die Kurs zum Beispiel später machen oder die Workshops, jede hat eine Menge interessante Restriktionen. Jede. So, man kann das durchführen für eine Hüfteproblematik. In die Praxis habe ich zum Beispiel verschiedene Altfußballspieler, welche mit Kniearthrose oder etwas und sagen, ich möchte keine OP haben. Aber wenn ich dann die Femur und die Unterschenkel freimachen, einmal in die 3 Monate, dann können sie damit durchfunktionieren, Fußball spielen, immer noch. Aber ich habe auch Leute, welche zum Beispiel das Leberparenchym gespannt ist und dass sie dann in das Segment die interossäre Restriktionen in die Rippe zum Beispiel erledigen und dass dann auch das facilitiert, dass das Segment nach dem Leber eigentlich besser funktioniert und die Spannung von der Leber weg ist. Häufig Kieferproblematik, Schädelproblematik, Schulter, ja, eine Menge eigentlich, eine Menge. Und man kann das anwenden auf verschiedenen Ebenen. Mechanisch, aber ich funktioniere, auf ich arbeite auch sehr viel auf das emotionale Ebene in Praxis. Und auch die Knochen sind da auch ein schöner Eingang davor. Kannst du das ein bisschen näher erklären? Also, wo ist jetzt der Zusammenhang zwischen Knochen und Emotionen? Also zum Beispiel ein Osternum. Mhm. Wenn man Probleme hat mit Atmung oder Herzproblematik, Herzschmerz oder Trauer, welche ja mehr eine typisch auf die Lunge steckt, dann kann zum Beispiel das sich zeige in die Knochen. Und die Lunge kann man nicht anfassen, aber die Struktur vom Sternum oder der Rippe kann man zum Beispiel gut anfassen. Mhm. Und ein Freund von mir, Professor Jean-Marie Bökels, hat gesagt, jedes Läsion zeigt sich am Endeffekt im Knochen. Und ich bin davon überzeugt, dass das so ist. So, das kann eine chemische Problematik sein, eine emotionale Problematik. Und die meist logische ist natürlich die mechanische Problematik. Mhm. So, Trauma, mechanisches Trauma. Und dann sprechen wir über ein Makrotrauma, entweder 1001 Mikrotraumata. Mhm. Traumata als Begriff, jeder erfährt Traumata, also Stressoren quasi. Ja. Also, kleine Traumata sind etwas Normales, Gängiges, aber große Traumata werden dann Unfälle, Verletzungen, finde ich. Ja. Ja, so wie ich selber meine Verletzung bekommen habe, Downhill in der Schweiz, bin ich runtergefallen, war nicht gut. Mhm. Und dann habe ich eine interessante Restriktion auf Beckenebene bekommen. Aber zum Beispiel eine Maler, welche die ganze Zeit die gleiche Bewegung macht, das kann auch ein Grund sein, dass irgendwo eine Läsion entsteht. Aber zum Beispiel auch Leute in der Fitness, weil da ist kein größerer Stress, kein größerer Strain auf einen Knochen als Muskelspannung. Mhm. So zum Beispiel jemand, welcher hochspringt mit noch Gewicht auf die Schulter, das kann zum Beispiel ein sehr großer Stress auf dem Knochen sein. Und damit ein Mikrotrauma da, welchen man repetitiv mal macht, eine seriöse Problematik bekommt. Mhm. Ab wann wird ein Stressor etwas Negatives? Also wann führt es zu einer Restriktion? Und wann führt es zu einer positiven Anpassung? Weil gleichzeitig brauchen wir ja auch Stress und Belastung auf die Knochen, damit Knochen sich ausbilden. Und gerade wenn die Leute älter werden, Osteoporosevorbeugung, brauchen wir Stress auf die Knochen. Ja, ja. Wo ist da die Linie? Wann wird es eher so pathologisch? Zum Erst müssen wir versuchen zu erklären, das Unterschied zwischen Stress und Strain. Mhm. So, no stress without strain. Da ist keine Stress. Stress ist die intermolekuläre Spannung, ist er nicht.
wenn man kein Strehen hat. Und Strehen ist eigentlich die Deformität. Mhm. So, man muss deformieren für Spannung zu bekommen, was dann Stress genannt wird. Ja? Wo die Grenze liegt, ist, wenn es zum meine Gedanke eine physiologische Ursache hat, entweder eine aphysiologische Ursache hat. So Knochen unter normale physiologische Situationen wird stärker, wenn es belastet wird, wird geringer, wird weniger stark, wenn es unterbelastet wird. Ja? Wenn man zum Beispiel einen Unfall bekommt und man kommt in einen Rollstuhl, dann wird die Muskel weniger, aber ebenso die Belastbarkeit und die Fähigkeit von die Knochen. Wenn man auf eine bestimmte Belastung funktioniert, dann bleibt es im Gleichgewicht. Wenn man über diese Belastung hingeht, dann wird man eigentlich Schade an die Knochen machen. Das ist zu viel Belastung. Man nennt das Mikrostrain. So eine normale Belastung ist bis 3.500 Mikrostrain, eine Einheit. Ein Knochen brecht, ein gesundes Knochen brecht, wenn man eine Strain hat von 25.000 Mikrostrain. So, meine Gedanke war, was passiert dann bis die 4 und die 25? Das ist eine Ebene, welche eigentlich so grob ist. Mhm. Und das ist die Ebene, wo man die interessanten Restriktionen zurückfindet. Mhm. Und das kann unterschiedlich sein, auf welcher Ebene, ob das jetzt 20.000 Mikrostrain mal erfahren hat mit einem Unfall oder ob man repetitiv 5.000 Mikrostrain erfahren hat mit Trennung zum Beispiel, aber innerhalb das Gebiet zwischen 4.000 Mikrostrain und 25.000 Mikrostrain, dann gibt er dann brecht er, dann ist das Gebiet, auf wem die interossäre Restriktionen eigentlich entstehen. Und wissen wir, wie viel Mikrostrain so tägliche Aktivitäten ausüben? Also wie viel Mikrostrain macht Laufen oder Joggen auf die Schienbeine zum Beispiel? Ja, das wissen wir. Ich kann jetzt die Zahlen nicht so sagen, aber für mir war das interessant zu sehen, dass maximale Belastung, sozusagen ein Tormann, welcher runterfällt, wenn er versucht, einen Ball, das ist so bis 4.500 Mikrostrain. Ja? Mhm. Aber wenn man zum Beispiel wie nennt man so ein Gewicht hochbringt, von 300 Kilo oder 200 Kilo, das wird unbedingt über die 5.000 Mikrostrain gehen. Ja? Mhm. So normalerweise laufe wird so sein 2.000 Mikrostrain, denke ich. Mhm. Und dann, wenn man joggt, wird das sich erhöhen. Mhm. Ja? Und wie sieht das dann aus mit vielleicht nicht so hohen, aber über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel Joggen, haben wir vielleicht nicht so hohen Impact, aber doch wahrscheinlich eine relativ lange Zeit. Führt das auch zu Mikrotraumata? Oder sind es eher nur hohe Belastungen? Ja, wenn man innerhalb die normale Physiologie bleibt, dann denke ich, dass das kein Problem gibt. Mhm. Ja? Es ist nur, wenn es in die aphysiologische Ebene kommt, entweder zum Beispiel ist ein long bone, hè, so die lange Knochen, so die Röhre, ist vor allem voor sidebending, voor bending en voor torsion. Ja? Mhm. So leichte Bendung en torsion. Aber wenn man zum Beispiel einen Impact hat, jemand hat mit seinem Fahrrad runtergefallen, gegen einen Baum geschlagen, dann ist die Impact so groß gewesen, dass man überhaupt die 5.000 Mikrostrain geht, eine Läsion entsteht. Und dann bleibt das System innerhalb dieser Dysfunktion funktionieren. Die Schmerz geht weg, die Entzündung geht weg, die Haut wird wieder normal zum Beispiel, aber das ist immer noch ein bestimmtes Fähigkeit, welche verloren gegangen ist. Und das müssen wir versuchen, rauszuholen. Woran kann das liegen, dass der sich nicht wiederholt? Also, ne, du hast gesagt, Haut erholt sich, Muskel kann sich auch erholen. Warum bleibt dieses Mikrotraumata bestehen und warum kriegt der Knochen nicht wieder seine natürliche Elastizität zurück? Weiß man das? Ich kann da keinen wissenschaftlichen Artikel vorgeben, aber man muss verstehen, oder vielleicht ist das hilfreich, wenn man versteht, wie dynamisch ein Knochen ist. Ein Knochen ist unheimlich dynamisch. Hätte ich auch nicht vorher gedacht,
Es ist nicht wie eine Aste von einem Baum, dass das nur so stark ist. Nein, es ist zu, häufig dynamisch. Und was ist Dynamik? Eine Osteon wird produziert im Periost. Aber wird für 80% von die Osteonen wird resorbiert am Entiost. So, wenn ich in die Kurs bin, dann vergleiche ich das immer mit einer Kneipe, welche ganz voll ist. Und man muss nach die, von die Bar muss man das Bier holen, aber dann muss man unbedingt zwischen die Leute durchhindrehen, bis man auf die Stelle ist, wo man mit den Freunden das Bier trinken kann. Und so ist es eigentlich auch mit den Osteonen. Sie drehen, sie schieben, sie gleiten durcheinander. Das nennen sie Drifting Osteons. Ja, sie trieben eigentlich eine Richtung. Und sie nehmen dann alle Blutgefäße, nehmen sie mit. Sie nehmen die Kanäle mit, die Kanälchen. Sie nehmen alle Flüssigkeiten, welche da durchgehen, nehmen sie alle mit. So, es ist ein sehr dynamisches System. Und da ist eine Zone umhin jede Osteon, welche eigentlich nicht erwachst, verwachst, erwachst, welche nicht zusammenklebt. Erwachsen, ja. Und damit ist es eigentlich eine Short, ein Shampoo, welche zwischen die zwei Osteons bleibt. Und deswegen ist es wie Spaghetti, welche langs einander schieben kann, sozusagen. Und wenn ein Impact kommt, und man hat ein Trauma da und das Gleiten wird weniger, eigentlich wie man eine Narbe hat irgendwo in anderen Gewebe, dann geht auch die Fähigkeit von dieser Zone weg. Mhm. Und durch Spannung darauf zu bringen, zu deformieren, werden wir eigentlich das Gewebe einladen, sich zu reorganisieren. Jetzt bist du schon ein bisschen bei der Behandlung. Kannst du vorher nochmal sagen, wie untersuchst du die Knochen? Wie gehst du da in der Praxis vor? Sehr logisch, sehr einfach auch. Und das ist das Vorteil, dass die meisten Patienten alles zum Zweit mitnehmen. Sie haben zwei Beine, zwei Arme, so man kann das verglichen. Aber ich sage immer zu denen, man muss eine Database aufbauen im Kopf. Aber was ist normale Knochen mit einer Person, welche so eine Konstellation hat? Ein Mädchen von 13 oder ein Mann von 80, ein Bodybuilder oder ein Fahrradfahrer, sind andere Konstitutionen. Und wenn man das für einzige Zeit macht, dann kann man einen Eindruck bekommen, über was normal ist und was nicht normal ist. Aber man vergleicht mit dem Schnelltest eigentlich beide Seiten. Dann kann man sehr schnell durch ein klein bisschen Druck auf die Gewebe aufzubauen, bis dass du eigentlich an die Herzstruktur von Knochen kommt. Und nachher sagst du, okay, ich habe ein Problem, zum Beispiel ein Knieproblem an die rechter Seite. Ja, ich spüre da im Oberschenkel irgendwo eine Anschränkung. Und Schenkel auch noch, ja, Fibula hat eine Problematik und dem Talus spürt sich noch anders an. Und dann geht man spezifisch weitersuchen in die Richtungen, welche klassisch sind für die Stelle, wo die Anschränkung ist. So, trabekuläre Knochen ist mehr Schubkräfte und Kompression. Mhm. Und die kortikale Knochen ist mehr, wie gesagt, die Beugung und die Torsion. Mhm. Und dann geht man suchen, ob die Torsion angeschränkt ist oder die Bendung angeschränkt ist. Und das verglicht dann häufig mit der anderen Seite. Das hat zwei Ziele. Zum ersten zu bestätigen, dass es an die andere Seite anders ist und auch die Patient mitzunehmen in die Gedanken von, hey, ja, ich komme mit Kniebeschwerden zum Beispiel und jetzt drückt er auf meinen Oberschenkel und da tut's weh, ja, aber auch die Fähigkeit ist total anders als an die andere Seite, der unbetroffene Seite. Und dann habe ich meine Bestätigung, aber kann ich auch, wie vorher übergesprochen, die Kommunikation mit meinem Patient verbessern und wenn sie verstehen, warum ich etwas meine, und mache, dann können Sie auch mit meiner Meinung mit in Prozess gehen. Am Unterarm können wir vielleicht den Knochen noch mehr oder weniger direkt palpieren. Wie differenzierst du zum Beispiel am Oberschenkel, ob es jetzt knöchern ist oder muskulär? Also ne, wir haben da so, gerade wenn wir jetzt von Sportler, Sportlern reden, ist das ein ganz schönes Paket. Mhm. Wie kannst du da differenzieren, ob du wirklich jetzt den Knochen auf seine
Beweglichkeit, Elastizität untersuchst. Ja, was ich mache ist, zum Erst Unterschenkel kann man sehr gut die Knochen anfassen. Aber man hat auch zum Beispiel Oberschenkel, die Kondyle kann man festnehmen, man kann den Trochanter kann man festnehmen und zwischen die beiden Punkte kann man schon die Torsion machen. Mhm. Ja, so, das ist ein. Zum Zweiten ist es so, dass man eigentlich Etage vom Etage, Ebene vom Ebene weiter senkt in die Struktur und das ist auch die Fähigkeit von den Osteopathen, das ist auch das Lernen, was man macht durch die Jahre hin. Und natürlich die Kommunikation mit dem Patienten von Schmerz oder unangenehmes Gefühl. Die Techniken tun häufig weh, was in der Osteopathie auch nicht so angefasst wird als normal oder gewünscht. Aber ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass es weh tut. Aber vielleicht darüber später noch etwas. So, man kann sicherlich die Rippe, Sternum, die Clavicula, man kann eigentlich an jede Knochen kann man einkommen. Das Einzige, was nicht gut klappt, und das behandle ich auch nicht so viel damit, ist natürlich die Wirbelsäule. Mhm. Ja, sicherlich das Korpus. Man kann die Prozessi kann man mitnehmen, aber das Korpus, das geht da nicht. Das heißt, du gehst an jeden Knochen dann einzeln. Du machst erstmal deinen generellen Test, um halt quasi den Bereich einzugrenzen, wo Probleme sein könnten. Ja. Und dann untersuchst du jeden Knochen in seinen typischen Richtungen bzw. Belastungen, ja, ob die sich frei bewegen. Ja, perfekt, perfekt. Und immer innerhalb das osteopathische System, was du nutzt. Mhm. Ja? Ich nutze häufig noch die klassischen Teste, wie wir das gelernt haben. Einzig habe ich geändert, aber ich habe so mein eigenes Muster, wie jeder Osteopath wahrscheinlich hat, für die Patienten zu untersuchen. Und da passt das perfekt rein. Mhm. Ob man jetzt zum Beispiel sehr, sehr geeignete Techniken nutzt oder die Standard, das ist egal. Es ist ein Tool in die Toolbox. Mhm. So, das finde ich auch das Gute von dem System, dass man das in jeder Osteopath mit jeder Weise von Denken in sein System einfassen kann. Mhm. Und wenn du Einschränkungen findest, dann behandelst du die. Ich habe damals noch gelernt, dass wir Techniken in direkt und indirekt unterteilen. Du hast jetzt gesagt, es ist meistens schmerzhaft. Heißt das, du gehst direkt da rein, wo wir eine Restriktion wahrnehmen und versuchst sie dann zu überbrücken oder wie gehst du davor? Ja. Ja, zum Ersten ist das natürlich, dass man muss rausfinden, ob das im Verhältnis ist mit die Beschwerde, mit wem man kommt und wo die Priorität liegt. Und das ist bei jeder Person natürlich anders. Aber wenn man zum Beispiel sagt, ein der ersten Patienten von mir, welche ich damit behandelt habe, war eine Femur und der hat bei seiner Freundin hinter auf dem Scooter gesetzt und sie hat einen Unfall gehabt und war zum Baum geschlagen. Deswegen habe ich vorher die Beispiel genutzt. Und er hat schon sehr viel Physiotherapie gehabt und hat nicht geklappt für seine Knieproblematik, nicht für das Problem von die Oberschenkel. Mhm. War ein Basketballspieler und auf diesem Moment habe ich sein System hier dann freigemacht, gelöst mit direkten Techniken und dann hat das einen Effekt gehabt auf die Knie und konnte sich wieder maximal belasten. So, ja, wenn es passt innerhalb meiner osteopathischen Gedanken, dann sind die Techniken hauptsächlich direkt. Und wie die anderen Sprecher heute über Schmerz geredet haben, ist das eigentlich so, dass man hauptsächlich die Gehirne behandelt. Ich sage oft zu den Patienten, ich behandle jetzt deine Gehirne. Ja, weil ich bin kein Spezialist in Schmerz, aber ich denke, dass man eigentlich zwei Teile Schmerz hat. Also jetzt geredet über drei verschiedene unterschiedliche Schmerzen, aber die wichtigste für mich bei diesen Themen sind zwei Schmerzen. Ein ist nozisensorische Information, Gewebeschade. Das möchten wir nicht haben. Aber was wir machen, ist eigentlich das Aufwachen von einem Teil vom Gehirne, was so ein bisschen ausgetauscht, sagt man das, niedriger geworden ist. Mhm. Ja? Ich vergleiche zum Patienten, das einfache Beispiel immer, wenn man am Sommer am Strand geht und man hat nur die Hose an, dann das erste Mal, dass man wieder ein T-Shirt anzieht, dann ist das ein komisches Gefühl. Ja? Kennen wir alle. Ne? Aber wenn man dann
im Haus wieder ist, 20 Minuten später zum Beispiel, dann hat man keine Idee, dass man noch ein Shirt anhat. Ja? So, man adaptiert. Mhm. So ist es auch häufig, denke ich, ist meine Vermutung, meine Gedanke, mit interessanten Restriktionen. Ja? Mhm. So, wie adaptiere an diese Problematik und wir versuchen, eine Lösung zu finden. Das ist, was Überleben ist. Mhm. Und wenn wir dann diese Struktur direkt anfassen, dann werden eigentlich all diese Stellen, wo die Adaption stattgefunden hat, und dass wir eigentlich sagen, wir sind daran adaptiert, werden wieder aktiv. Und damit sehr aktuell. Und wenn dann kann man zurück eigentlich auch im Stelle die Gehirne nach dem Trauma. Und wenn man dann versucht, die Augen zu schließen, die Patient, die Atmung nach dieser Stelle zu bringen, und dann spürt man am bestimmten Moment, dass man die Stress Relaxation hat, dass man dadurch hinsenkt. Und ich kann schon sagen, wenn das passiert, weil einzige Sekunde davor spüre ich das schon, und dann kann ich zu dem Patienten sagen, jetzt wird der Schmerz weniger. Und dann sagen sie, ja, das stimmt. Und wenn man das kommuniziert und man kann schon vorher zu dem Patienten sagen, was er jetzt erfährt, dann hast du ein Vertrauen von dem Patienten, welches sehr, sehr gut ist für die weitere Behandlung. Und dann kann man sehr viel Techniken machen. Immer, auch noch, wenn es weh tut. Mhm. Weil ich habe einmal den Kurs gegeben und dann hat eine Kollegin von mir, hat mir nachher behandelt. Und er hat mir nur weh getan. Ja? Er hat mir auf die Rippe versucht zu bearbeiten und das war nur schmerzhaft. Mhm. Das ist nicht, was interessiert arbeiten ist. Es darf weh tun, weil es intensiv ist, weil es intensiv ist für das System und weil es hier so eigentlich alte, adaptierte Zonen wieder zu Leben bringt. Das ist, was wir versuchen zu machen. Das heißt, du baust da echt großen Druck auf. Damit, also, ich frage mich gerade, wie das so schmerzhaft sein kann. Aber die Testung klang relativ sanft, wie du es beschrieben hast, wenn ich richtig verstanden habe. Jetzt frage ich mich, wie sieht die Behandlung aus, wenn die so schmerzhaft ist? Ich kann mir das gerade noch nicht ganz vorstellen. Die Tests können auch schon empfindlich sein. Mhm. Die Schnelltests nicht, aber wenn man spezifisch dran geht und sagt, okay, da, in diese Richtung, ja, da, au, ja, das tut weh, das kann schon weh tun. Aber was wir eigentlich machen, ist Bendingen, häufig mit einem Fulcrum. Mhm. So wie man eine Aste nimmt, und man legt da ein Holz darüber und man will das darüber hinbeugen, dann bringt das Stress und Strain mit sich mit. Und das ist eine Alert für das Nervensystem. Und weil er schon eine Läsion hat und versucht da so eine lange Zeit zu kompensieren, sagt er, ja, aber nicht mit mir. Dann sage ich, okay, ist kein Problem, atme, geh mal durch. Es wird sich enger. Und dann, wenn das Nervensystem sagt, okay, jetzt ist cool für mir und er schaltet eigentlich verschiedene Zonen aus, dann reduziert die Stress und auch reduziert auch die direkte Stress auf dem Knochen. Mhm. Aber das sind Sachen, welche ich jetzt hoffe, dass mal wissenschaftlich untersucht werden kann. Ja. Das ist interessant. Ja. Und wenn wir jetzt gesehen haben mit die VR-Glasses oder mit Hirnaktivitäten, Neurotransmitters und solche Sachen, dann werde ich mir dafür leihen, zu sagen, ich werde die Techniken machen mit einem Helmet auf und dann gucken, was passiert. Ja. Das denke ich, dass Wissenschaft Osteopathie weiterbringt. Spannende Idee. Ich habe leider den Talk verpasst von Philipp Austin. Deswegen hoffe ich, ich schnapp ihn später nochmal und kann ihn dazu was fragen. Zum Abschluss vielleicht, nach deiner Erfahrung, muss man solche Sachen einmal behandeln? Du hast am Anfang von den Fußballspielern erzählt, die du alle 3 Monate nochmal wieder siehst. Wie häufig muss man da so einen Einfluss darauf geben, dass sich das langfristig wieder verändert? Ja, eigentlich sage ich, dass das gerne dazu, dass das für jeden Patient anders ist. Wenn man zum Beispiel eine Frau hat, welche schon Osteoporose hat, und dann kann das sein, dass man das häufiger behandeln muss. Wenn man einen Sportler hat, welche nur korrigiert wird, dann kann das sehr schnell das Problem sich ledigen. So, das ist nicht so, das ist die gleiche Frage, wie man sagt, Schulterproblematik, wie oft muss man das behandeln? Das kann sein, dass man, wenn man es korrigiert, dass es in die Kette wieder aufgeht und die Stress ist darauf weg.
Und bei anderen sagt man, das ist qualifiziert und da sind eine Menge Problematik und das dauert eine Weile. So, man kann nicht sagen, man muss das 3 oder 2 Mal behandeln, aber was ich zu der Behandlung sagen möchte gerne, ist, dass das Wichtigste in die Behandlung ist Zeit. So, es geht nicht so sehr um die Repetition, aber es geht darum, dass man die richtige Behandlung macht, wenn die Patient da ist. Und zum erst ist die Osteopath eigentlich ein bisschen unsicher vielleicht, weil er sagt, ich habe schon die Technik schon jetzt eine halbe Minute, eine Minute, hat immer noch nichts passiert. Mhm. Es wird passieren. Immer. Ich habe noch keinen Patienten gehabt, wo das nicht passiert hat. Aber die längste vielleicht 3 Minuten, dass ich in die Stelle haben muss. Aber das du entscheidest das nicht, das Gewebe entscheidet das. Mhm. Und du musst nur das Vertrauen haben, dass das passiert. Und wenn man das hat, dann hat man einen riesen Schub vorwärts gemacht im Herstell von dem Patienten. Und dann muss man auch weniger nächste Behandlungen geben eigentlich. Hä? So, ja, da würde ich dann gerne mit abschließen. Nehm die Zeit. Die Patient braucht Zeit. Besser einmal oder zweimal eine gute Technik in einer Behandlung, dann 7 Techniken, welche gar nicht geklappt haben. Mhm. Nehmen Ihre Zeit. Ja, ich glaube, das ist nochmal sehr wichtig. Zum Abschluss, haben wir irgendwas vergessen, wenn wir jetzt einen kurzen Rundumschlag über das Modell gemacht haben, was du noch erwähnen möchtest, was wichtig ist? Nein, wir haben über Interosseo-Restriktionen-Dynamik gesprochen, wir haben über das Idee dahinter gesprochen, wir haben gesprochen über die Techniken. Wir haben gesprochen über, wie oft man das behandeln muss. Das Einzige, was wir nicht besprochen haben, ist, dass wir eigentlich während der Behandlung 2 mögliche Techniken haben. Die Techniken, welche wir schon besprochen haben, die langsame Technik, die Dauertechnik, die Stress Relaxation. Aber was ich auch nutze, ist eine Chiropractic Adjustment Tool, quasi auf so ein Adjuster, so eine kleine Pistole. Und die Pistole, die nutze ich eigentlich vorher, dass sie die Technik machen. Und wenn man das zu dritt macht, man hat einen Patient, man hat einen Osteopath und man hat jemand, welcher das nutzt, dann spürt man eigentlich bei jedem Mal, dass man die Stoß gibt, dass man weiter weg senkt aus der Problematik. Mhm. So, das mache ich in die Kurse auch immer. Und das ist das Einzige, was wir noch dazu. So, man hat eine Recoil und man hat ein Stress Relaxation. Vielleicht ohne jetzt in die Tiefe zu gehen, aber wir haben eigentlich Knochen in unserem Namen, in unserem Beruf, Osteopathie. Wie war denn das? Hast du Daten dazu? Wissen wir, wie denn die alten OsteopathInnen mit Knochen umgegangen sind? Haben sie die direkt behandelt? Weiß ich nicht. Weißt du nicht. Und das ist das Vorteil von meinem Weg, weil ich habe alle Osteopathie an die Seite geschoben. Ich habe nur die Philosophie in meinen Rucksack gestoppt und ich bin in die wissenschaftliche Welt reingegangen und da Artikel gesucht mit meiner Philosophie. Klappt das nicht? Passt das nicht? Wie weit? Was brauche ich jetzt noch? Und ich habe nie auf Osteopathie-Ebene gesucht. Mhm. Und das wird eigentlich der nächste Schritt sein. Ich möchte gerne in die Zukunft das Buch erstmal fertig machen und nachher möchte ich 2 Sachen gerne machen. Das gucken, was die alten Leute gemacht haben und zum Zweiten die Wissenschaft an. Mhm. Ja, weil man kann sehr viel wissenschaftliche Arbeit machen, man kann jetzt auch mit Computermodelle, die Knochen und die Belastung, die Stress Distribution nachmachen mit von Mrs. Stresses. Mhm. Ich hoffe, dass das dann auch ein bisschen einen Flug nimmt, dass das Knochen mehr im Zentrum kommt und dass die Osteopathie dann auch das eigentlich in die Grundausbildung die interessierenden Restriktionen mitgeben kann an die Studenten. Weil ich denke, dass es in die Grundausbildung ein Thema sein muss. Sehr spannend. Ich freue mich auf dein Buch. Wann soll es fertig sein? Nächstes Jahr im Kongress. Nächstes Jahr im Kongress. Okay. Ich frage dich nächstes Jahr. Schön. Dann wollen wir jetzt gleich mal zurückgehen. Wir verpassen hier schon alles. Gibt es irgendeinen Vortrag, irgendeinen Workshop, wo du dich besonders noch drauf freust die nächsten Tage? Eigentlich nicht, weil ich muss verschiedene Workshops selber geben. Mhm. Aber warum ich mich auch freue, und das ist wahrscheinlich das Schönste, dann will ich auch die Zuschauer noch mitgeben, welche selber etwas versuchen, selber eigene Techniken zu entwickeln, eigene Studien zu machen.
das Schönste, was ich erlebt habe innerhalb die Karriere mit den interossealen Restriktionen, ist, dass man so eine ganze Gruppe Leute Erfahrung aufbaut mit deinen Techniken, welche dann als Replik habe, es ist einfach, es ist logisch, es funktioniert. Und ein Mann hat gesagt, du hast mir die Liebe für Osteopathie zurückgegeben. So, das waren die größten Komplimenten. So, so ich habe mir vorgeschlagen, mal zu genießen hier und zu gucken, was auf mir kommt. Und ich hoffe, dass ich die Leute kann begeistern mit die 3-Uhr-Workshop. Und dann vielleicht sie zu empfangen, nächstes Jahr werde ich in Osteopathie-Schule Deutschland dann die Kurs auch machen für die 2 Teile Osteopathie im Intro-Serie-Bereich. Untere Extremität und die 2. Teil ist obere Extremität. Sehr cool. Spannende Sachen. You're welcome. Ich versuche es einzurichten. Ich danke dir für deine Zeit, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ja, gern geschehen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Mir. Danke, Ralf. Schönen Tag dir noch. Schönen Tage noch. Ja. Vielleicht kannst du auch ein bisschen Berlin genießen. Gehen wir.